Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben den 31.12.2021, Silvester. Ja, ich habe mal einen Märklin-Katalog aus dem Jahr 1974 rausgesucht. Ich denke, wir gucken uns den mal zusammen an. Eine Neuheit davon, eine Lokomotive, die habe ich dann auch gleich noch in 1:1 live für euch hier. Die gucken wir uns dann auch noch mal an und lassen sie fahren. Ich sag mal, viel Freude mit dem Video. Ja, und vielen Dank, dass ihr das ganze Jahr über schön meine Videos geguckt habt, kommentiert habt. Hat mich wirklich sehr gefreut und ich hoffe ja, dass wir im nächsten Jahr in dem Sinne weitermachen. 1974. Sehr schön erhalten, der Katalog. Letztens bei eBay gekauft, war auch nicht teuer, keine 10 Euro und dann wirklich neuwertig und riecht auch nicht muffig. Gut, damals war eben dann die Spurzettenthema 1974. Ich glaube 1972 ist er rausgekommen. Maßstab 1:220. Also noch kleiner als die Spur-Indies, ja bekanntlich 1:160. Startsets, die einzelnen Lokomotiven, allzu viel gab es da noch nicht. Gemessen an heutigen Verhältnissen, wie immer, blätter ich auch mal so ein bisschen schneller durch, dass da eben auch das Video nicht zu lang wird. War gerade das Wagenmaterial, dann die Gleise dazu, Elektroweichen, Standardweichen bzw. gerade Weichen. Oberleitung gab es damals dann auch schon dazu. Und dann kommen wir eben schon zu H0. Werden hier nochmal die Vorzüge aufgezeigt. Kunststoffgleis gab es damals auch schon. Und da war das allerdings noch hier mit dem hohlen Schienenprofil. Also auch war ja hinterher, wurde das Ganze ja zu Vollprofil. Weiter geht's. Ja, dann die Startsets für H0. Dann die Lokomotiven, auch hier Hamo, zwei Leiter Gleichstrom, ansonsten alles alte Bekannte. Ja, um eigentlich mit anzufangen, 3000 kennt ja doch jeder Märklin-Bahner. Steppenpferd, Baureihe 24. Genau, und hier haben wir dann eben die Neuheit, was die Dampflokomotiven angeht, aus 1974, die Baureihe 50 mit Kabinentender. Die gucken wir uns jetzt mal an und lassen sie auch mal hin und her fahren. 3084 von Märklin. Neuheit aus dem Jahr 1974. Ja. Mitte der 70er, da wurden die Lokomotiven auch bei Märklin dann immer feiner detailliert. Ist wirklich eine hübsche Lokomotive. Nehmen wir sie mal raus. Extra angesetzte Glocke. Dann vorne ganz interessant, 4 Haftreifen und dann im Tender, am Tender, ersten Drehgestell, dann der Schleifer, schön zu sehen, der Kabinentender, dann wirklich eine feine Lokomotive. Setzen wir sie mal auf die Gleise, gucken wir mal, wie sie so läuft.
weiter geht's dann mit der 03. War dann in Hamo neu. War, glaube ich, ansonsten 72 oder 73 neu gekommen, das Modell. Genau, die gute P8. Stromlinienverkleidete 03. Dann eben auch in Schwarz und in Weinrot. Ja, da ist der Kran. Und dann haben sie da eben so ein neues System, Märklin Plus, so ähnlich wie Legosteine. Das hat sich aber nicht durchgesetzt, haben sie hier dran gehangen. Aber da kommt gleich weiter hinten auch noch mehr im Katalog zu. Elektrolokomotiven, auch bekannt. Krokodil. Europäische Elektrolokomotiven, dann hier die Dieselpanzer. V16, die V200, F7, dann wieder europäische Diesellokomotiven, Triebzüge, ja, und das war ja auch eine Konstruktion hier aus den Schienenbus aus den 50er Jahren ist der rausgekommen. Der war da dann auch schon fast 20 Jahre alt. Viele Sachen haben sich auch lange im Programm gehalten. Und den gab es ja auch, ich glaube, bis in die 2000er Jahre rein. War schon enorm. Ja, dann eben TEE-Wagen, Nahverkehrswagen. Dann hier auch mit Inneneinrichtung. Wahrscheinlich waren die dann auch länger, 27 cm. Und hier haben wir eben 24 cm. Ja, die hatten dann eben auch schon annähernd die richtige Länge. Das waren ja alles verkürzte Modelle, dass die eben auch auf einer nicht so großen Eisenbahnanlage laufen konnten. Ohne dass das dann so aussah, dass vorne, was der Zug gerade aus der Kurve kam und die Lok vorne dann schon wieder in die nächste Kurve ging. D-Zugwagen, ja, eben die Inneneinrichtung dafür. Und dann hier eben auch wieder D-Zugwagen. Die Pop-Art-Wagen, ja, die fand ich auch mal sehr schön. Das war dann auch von den Farben eben mal was Besonderes. Die verbinden die Staaten Europas und die Märklin-Freunde auf der ganzen Welt. Ja, das markige Sprüche gehören ja auch immer zur Werbung. So ein schönes Foto aufgelockert. Kommen wir zu den Personenwagen. Abteilwagen, Donnerbüchsen, klein. Die waren ja nur in Kunststoff. Und dann hier eben auch die Umbauwagen, die dreiachsigen. Dann eben die einfachen Güterwagen, preiswerten. Und hier dann eben die Modellgüterwagen, die ja doch, ja, habe ich ja schon öfter gesagt, die mir auch nach wie vor gut gefallen sind, schön schwer, laufen ordentlich und sind auch schon auf jeden Fall für die damalige Zeit sehr schön detailliert. Noch weitere Modellgüterwagen. Ja, und hier dann eben auch ein paar amerikanische Modelle. Ja, Wagenbausätze, das waren ja auch, könnte ich mir vorstellen, immer beliebte Weihnachtsgeschenke. Konnte man dann auch ein bisschen basteln, ehe man sie in Betrieb nehmen konnte. M-Gleis 1974, noch lange nicht tot. Dann das Set. Ich habe ja mal lange Jahre Modelleisenbahnen auch verkauft und das in einem vieles Fachgeschäft.
Und das war eben dann auch immer eine schöne Sache, ein Startset und dann die Erweiterungssets dazu. Wussten die Leute auch immer, was sie schenken können. War damals ja auch noch ein Vater-Sohn oder auch Vater-Mutter, Tochter-Sohn-Hobby. Das ist leider, was heute so ein bisschen verloren gegangen ist, dass die Generationen miteinander gespielt haben bzw. ein Hobby geteilt haben. Kunststoffgleise, Signale dazu. Oberleitung für Kunststoff und für Metallgleise. Ja, das Brückensystem. Gut, hier dann eben die Blechdrehscheibe mit dem Blechringlockschuppen. Das war da auch schon in die Jahre gekommen, aber es wurde auch immer noch verkauft, funktionierte gut und ja, so hässlich war es auch nicht, sagen wir mal. Der Kran, wie auch schon öfter erwähnt, bringt immer viel Spielwert. Mit offener Anlage kann man umladen, beladen, entladen. Ja, Stellpulte, Bahnübergänge. Lämpchen, Stecker, Innenbeleuchtung, wie das eben alles so war. Lampensortiment waren jetzt auch nicht besonders fein detailliert, aber das war eben so. Transformatoren, Druckschriften. Und die Brille ist ja auch scharf, obwohl heutzutage fast schon wieder tragbar. Dann kam eben Spur 1. Ja, das dümpelte dann auch immer so mit, bis es dann auch, ich glaube in den 80ern oder so, dann auch wieder mehr wurde und da auch wieder mehr Fahrzeuge gab. Merkt den Sprint. Autorennbahnen waren damals Mitte der 70er auch noch ein Thema. Verschiedene Startsets. Ja, das war schon, als ich auch Kind war, meine Generation, das gab schöne Spielsachen für uns. Streckenteile. Ja, und dann eben Zubehör, Trafo. Ja, und was auch immer dann noch irgendwie so mitlief, waren dann noch die Märklin Metallautos, Maßstab 1:43. Ja, der Metallbaukasten. Hier wie der Motor, habe ich ja auch mal ein Video zugemacht. Und was die dann eben hatten, war dieses Märklin Plus. Müsste auf der nächsten Seite kommen. Aber das hat sich nicht durchgesetzt. Ich würde sagen, da gab es dann auch schon Lego. Ne? Das brauchte man jetzt nicht nochmal. Und ich denke mal, später hat Lego das ja selbst aufgegriffen mit Lego Technik. Wollten sie auch probieren, wahrscheinlich einen Fuß in die Tür zu kriegen bei Märklin. Aber das hat nicht funktioniert. Ja. Und dann hatten sie eben hier noch so, ich weiß auch gar nicht, ob das jemals auf den Markt gekommen ist, eben dieses Märklin Plus Elektronik. Gab es da so verschiedene Grundmodule. Ne? Ladekondensator, Elektronik-Relais, Elektronik 2 Monoflop, Flipflop, Relais, Vierfachzeitgeber. Ich weiß gar nicht, ob die Sachen jemals auf den Markt gekommen sind. Wenn das jemand weiß, kann er ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Ich habe es irgendwie nie so bewusst wahrgenommen. Steht auch irgendwie hier drin, dass die Sachen auch erst, ja hier steht, Märklin Plus Elektronikbausteine sind voraussichtlich erst 1975 lieferbar. Ich weiß nicht, ob es da je zugekommen ist. Ja, und dann eben noch Großbausteine für die Kleinen. Ja, weiß ich auch nicht, ob das jemals, hat auf jeden Fall keine Verbreitung gefunden. Das war es auch schon wieder mit dem Katalog. Hier haben sie dann nochmal die Rückseite oder eben auf der Rückseite haben sie dann die Umschlagseite von dem Märklin-Katalog 1932 abgebildet. Das waren damals
Immerhin auch schon 42 Jahre, die dazwischen lagen. Naja, wir beginnen jetzt wieder ein neues Jahr. Ich wünsche euch alles Gute und ja, sag mal bis nächstes Jahr.